Leute, was geht ab? Hier habe ich mein Outfit of the day, of the year. Eigentlich ist hier 80er Party. Komm, Sascha, zeig mal dein Outfit. So, zeig. Ja. Oh, das ist hier ganz tiefer. Eine Adidas-Jacke. Mit der Brille. Ja, gut, unten ist eigentlich nichts Besonderes. Aber ist killer. Ist richtig geil. Ich wollte eigentlich auch mich in diesem 80er-Jahres-Style anziehen, aber ich habe nichts gefunden. Mein Vater hatte auch nichts mehr da. Danke, von daher muss ich jetzt leider etwas Normales anziehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Gucken wir mal, was da abgeht, liebe Leute. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich möchte in diesem Vlog direkt mit einem kleinen Real Talk-Thema starten. Wie gehst du eigentlich mit Hate um und sowas, ne? Alle YouTuber sagen dann immer so ganz cool so, oh ja, ich scheiß da drauf, ich stehe da drüber, bla bla. Es geht einfach auf die Eier manchmal. Aber wisst ihr, Leute, eine Sache ist einfach verdammt wichtig. Egal auf welchem Weg, es wird immer Leute geben, die sich einem in die Quere stellen. Und ich merke immer öfter in letzter Zeit, sobald ich anfange, mich mit Negativität oder auch mit anderen Sachen, die eigentlich mich gar nicht tangieren, aber mit negativen anderen Sachen zu befassen, dann hat es definitiv einen Einfluss auf meine Einstellung. Wenn ihr einfach positiv und motiviert durchs Leben gehen wollt, haltet euch fern von Negativität. Egal wo. Egal, ob es gerade um euch geht oder ob ihr unter irgendeinem anderen Video gerade negative Kommentare durchlest, es ist einfach ein negativer Vibe. Konzentriert euch wirklich auf euren Shit, nehmt positive Energie mit, guckt euch Sachen an, die euch erfreuen. Konzentriert euch auf euer Ding und ballert es durch, dann kommt ihr wirklich weiter. So, ich geh jetzt pennen und wir sehen uns morgen. How many more days could I wait? I made plans with you. What's poppin', people? Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich bin on the road. Ich gebe die nächste Ladung Autogrammkarten ab. Guckt euch an, es sind richtig, richtig dicker Batzen ist es. Wunderbar. Ich freue mich heute auf einen hoffentlich produktiven Tag. Eines der wichtigsten Sachen, beziehungsweise was ihr unbedingt mal ausprobieren müsst, ist natürlich ziemlich behindert, aber ich singe im Auto immer mit, okay? Also ich bin wirklich so einer, ich bin da mit vollem Tatendrang dahinter, wenn ich alleine im Auto sitze oder eigentlich auch, ja, auch wenn ich nicht alleine im Auto sitze, ich singe eigentlich immer mit, okay? Mache ich einfach gern. Und das Ding ist, ich habe oft schon Leute erwischt, als ich noch früh in der Bahn gesessen bin auch und so, wo ich so Leute gesehen habe, die halt im Auto mitgesungen haben, okay, dann haben die mich so gesehen und es war denen so übel unangenehm, gell, so gucken mich so an und die sind dann so voll rot geworden, gell. Wisst ihr, was ich immer mache? Ich singe immer übel mit und ich tanze sogar manchmal. Them girls, they just wanna take my money. Ich bin dann voll am Eskalieren und dann gucke ich halt rüber und sehe, das sieht einer und dann singe ich erst recht, gehe voll ab und so und er denkt sich dann so, heilige Scheiße, was geht bei dem Typen, gell. Und ich denke so, ja Mann. So ist es. Was geht ab, Jungs? Alles klar bei euch? Und heute Abend, liebe Leute, heute Abend werden wir es tun. Wir werden ausliefern gehen. Wir werden heute Abend ausliefern, liebe Leute. Genau. Das wird hoffentlich eine witzige Aktion. Ja, ich habe jetzt den Tag heute durchgehauen. Stand einiges an. War viel Stress, aber auch. Jetzt geht es los. Lieferscope 21 ist am Start, liebe Leute. Let's go, guys, let's go. Make your body surrender to mine. Jetzt geht's ab zur ersten, Anlieferungsstelle. Wir haben 15 vor 9, also wie die letzten Assis kommen wir wahrscheinlich übelst spät. Aber egal, ich denke auf jeden Fall den Rest werden wir morgen erledigen, weil man kann jetzt schon nicht um 22 Uhr da aufkreuzen. Stell euch mal vor, die müssen arbeiten, Alter. Kennen wir gar nicht sowas. Ich habe an Bord noch den Sascha und natürlich den Sascha. Könnt ihr euch noch an die letzte Auslieferung erinnern? Ja. Wie fandet ihr das damals? Mega witzig. Warte mal, meinst du die Auslieferung? Die im Kalf. Bei diesen Jungs. Die Jungs. Ey Jungs, Grüße gehen raus an euch. Ey, bist du dumm oder was? Beim Pascal, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott. Waren richtig korrekt, Jungs. Auf jeden Fall Shoutouts und Grüße gehen raus an die Jungs. Das wird nicht alles für Geld grüßt. Jo, wir bringen... Ihr seht schon, der Struggle ist big. So, also liebe Leute, erstmal Barry, servus, hi. Hi. Wie geht's dir an diesem Tag? Gut, dir? Super, mir auch. Spendi ist auch am Start. Hast du irgendwas angekündigt, dass du um irgendeine Zeit ankommst oder wissen wir noch gar nicht? Ey, einer von euch muss ja gleich reden, gell? Ja, hallo. Hey Peter, die wissen schon, sag einfach ja. Phil, du. Yes. Hallo? Hallo? Jetzt kommt 21 Lieferservice. Wie geht's denn an diesem wunderschönen Abend? Ganz gut. Ganz gut, oder? Was ist das? Da ist die Freude natürlich groß, oder? Okay. Sieht man den auf jeden Fall. Wunderbar. Hey, dann einen schönen Abend euch noch. Ey, das war genau die Reaktion von Sascha. Genau wie Sascha. Tür auf. Du hättest es einfach nehmen können. Das war genau wie Sascha. Der macht Tür auf. Hi. Danke. Jo, danke. Das war. Also wohin jetzt? Perfekt, optimal. Das war's. Der fand Leute, danke fürs Zuschauen.
Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Family. Ich denke, die waren mit der Situation wahrscheinlich einfach. Denkt ihr, die waren über- oder unterfordert? Unter. Unterfordert, gell? Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch bei jemandem vorbei. Ich hoffe, es ist da nicht zu spät. Egal, wir gehen einfach. So, wir sind jetzt bei der nächsten Adresse am Start. Und ich bin gespannt auf die nächste Reaktion. Ja, ist das die? Ja. Du brauchst das Paket. Guten Abend. Hier ist der Insco 21 Lieferdienst für Sie. Der was? Der Insco 21 Lieferdienst. Tobias! Der Tobias! Guten Abend! Ja, hallo! Ich hoffe, wir haben Sie nicht gestört zur späten Stunde. Nee. Hey, servus, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich habe hier ein Paketchen für dich. Vielen Dank. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir? Ja klar, bei mir ist alles gut. Das machen wir doch gerne. Wir lieben das doch gerne, Leute. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ein Foto machen. Aber natürlich, natürlich. Super. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir euch hier eine schöne Bereicherung für den Abend geben konnten. Ja, sehr. Das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Dann auf jeden Fall mal viel Spaß damit, gell? Ja. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder, gell? Ja, klar. Vielleicht wird er was bestellt. Danke gleichfalls. Das war doch mal eine sympathische Familie. Die haben sich schon gefreut. Die sind hergekommen. Die haben gesagt, hey, freut uns, dass ihr hier seid. Die Jungs haben sich gefreut. So erhofft man sich das doch. Das ist doch eine super Sache. So, Spendi, jetzt darfst du es erzählen. Oh, nee. Also Leute, Spendi, okay, Spendi ist einer, der will eine hochwertige E-Mail verfassen. Und was macht man, wenn man eine hochwertige E-Mail verfasst? Jungs, ich schaut einfach. Perfekt, Digga. So, der ist hergegangen und hat Fremdwörter gegoogelt und die in seine E-Mail eingebaut, um intelligenter zu klingen. Ich habe auch übel Hunger, richtig Hunger. Die letzten Tage sind richtig stressig, ich komme kaum zum Essen, liebe Leute. Wo soll die ganze Fettmasse bleiben, Alter? Die muss doch genährt werden. Geile Reaktion von der Familie, viele, viele Grüße gehen raus. Ganz liebe Familie, schöne Weihnachten euch. Und ich hoffe, ihr erfreut euch am Paket. Da waren tatsächlich glaube ich, echt viele Sachen drin. Also vielen Dank auch für die Bestellung. Ja, nicht ganz sauber. So, liebe Leute, es wird Zeit für einen weiteren Aufenthalt bei unserem Lieblingsasiaten. Da, wo ich schon vor eineinhalb Stunden war. Egal, einmal geht noch. Sommerwahlen gehen immer, Jungs, also reißt euch mal zusammen. So, bitteschön. Ja, ich hab die immer. Die immer, jedes Mal. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ans Essen, asozialen Hunger. Und auf jeden Fall nochmal Grüße gehen raus an den Ersten, den wir getroffen haben. Die Freude, die ist wahrscheinlich jetzt noch beständig, dass wir heute am Start waren. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wir fahren jetzt los zum Barried. Es ist der Folgetag von gestern. Jetzt fast wieder geschafft, liebe Leute. Ich muss wieder üben. Eine Double Time Part von San Diego. Beste. Also jetzt mal ganz ehrlich an alle Leute, die so richtige Kollega-Fans sind. Ich weiß, ihr werdet sagen, dass ich ein Spaß bin. Aber ich finde, dass Boss Hour das geilste Album von ihm war. Ich finde, es hat einfach so musikalische Ebenen, die einfach geil sind. So ein Album hätte der jetzt bringen sollen. Finde ich so. Das ist meine Meinung. Schwebebahn im Wuppertal. Ach, geht zur Seite. Jo, Boys, was geht? Der Barried wollte gerade sein Business starten. Wendlingen, wo ist es, Digga? Wir in Wendlingen. Wir haben jetzt ungefähr eine knappe Stunde hergebraucht und ich hoffe, dass jetzt hier ein Abonnent am Start ist, der sich auf keinen Fall übers Paket freut. Inscope 21, Liebesservice ist am Stissel, Digga. Hab ich mir schon gedacht. Wie ist das Feeling, wenn ich vorbeikomme? Ja, ist schon richtig scheiße. Ist schon richtig beschissen. Also ich muss auch ehrlich sagen, der Yannick ist jemand, ich habe es direkt an der Bestellung gesehen, das ist jemand, der wird sich auf jeden Fall nicht freuen, dass ich am Start bin. Denn C63 ist nur einmal im Jahr, das wissen wir alle ganz genau. Der Yannick hat jetzt 10 Sekunden, was über sich zu erzählen. 10. Also ich bin Yannick, komme aus Wendlingen. Die Zeit ist vorbei. Also du lebst gerne in Wendlingen. Ja, kann man schon sagen. Also ich muss sagen, ich bin mega der Stadtmensch. Ich kann das irgendwie so, Dörfer sind so. Ich habe kein Dorf. Das ist schon ein Dorf, ja. Ja, gegen Stuttgart, aber sonst es geht noch viel kleiner. Ja, okay, da hast du natürlich recht. Okay, was meinst du eigentlich? Keine Ahnung. Was meinst du gerade? Weiß nicht. Wie meinst du es gerade? Digga, was meinst du gerade? Jetzt mal ohne Witz, was meinst du gerade? Aber wie hättest du reagiert, wäre ich jetzt vor deiner Haustür gestanden? Ich? Ja. So wie Sascha in dem Video. Ja, genau, das ist nämlich die optimale Reaktion. Inscope, oder was? Ja. Danke fürs Paket. Ah! Alles klar, liebe Leute!
Leute, wir sehen uns im nächsten Clip. Wer macht Bada? Wer macht Bada? Bada? Zeig mir einen, der mir mich ballert. Ich tanze mit der ganzen Mannschaft an. Du siehst meine Jungs und rufst die Amjas an. So, liebe Leute, das war die Auslieferung an die Abonnenten. Liebe Leute, auch wenn die Reaktionen natürlich ein bisschen anders waren, als ich jetzt gedacht hätte, aber egal, das sind die Reaktionen, so ist es halt. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die sich was aus dem Shop bestellt haben. Ansonsten würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.